Hallo liebe Kinder, willkommen zum Sonderpodcast von Lars der Vorleser zur Weihnachtszeit an diesem ersten Weihnachtsfeiertag. Ich hoffe, ihr hattet gestern alle schon Besuch vom Vogtland Weihnachtsmann. Wenn nicht, dann kommt er vielleicht heute zu euch. Er hat auf jeden Fall noch mal was vorbereitet für euch. Er liest den zweiten Teil von Nussknacker und Mausekönig euch vor. Und im Anschluss hört ihr nochmal drei Weihnachtsgedichte, die ich eingelesen habe. Ich wünsche euch viel Spaß, euer Lars. Herzlich willkommen zum Podcast Lars der Vorleser. Ein Projekt der Smart Life Toolbox FSK 18. Lars der Vorleser entführt dich in diesem Podcast in die wunderbare Welt der Literatur. Für die Großen eine Reise zurück in die Kindheit, als die Oma oder die Eltern noch Einschlafgeschichten erzählt haben. Und für die Kleinen eine Reise durch magische Welten. Dieser Podcast soll dich erfreuen und dir ein warmes Gefühl der Freude bereiten. Viel Spaß im Reich der Fantasie. E.T.A. Hoffmann, Nussknacker und Mausekönig, zweiter Teil. Fritz war unterdessen vom vielen Exerzieren und Reiten müde geworden, und da er so lustig Nüsse knacken hörte, sprang er hin zu den Schwestern und lachte recht von Herzen über den kleinen, drolligen Mann, der nun, da Fritz auch Nüsse essen wollte, von Hand zu Hand ging und gar nicht aufhören konnte mit dem Auf- und Zuschnappen. Fritz schob immer die größten und härtesten Nüsse hinein, aber mit einem Male ging es. Krack, krack, und drei Zähnchen fielen aus des Nussknackers Mund, und sein ganzes Unterkinn war lose und wackelig. Ach, mein armer, lieber Nussknacker, schrie Marie laut und nahm ihm den Fritz aus den Händen. Sie suchte Nussknackers verlorene Zähnchen zusammen um das kranke Kinn, hatte sie ein hübsches weißes Band, das sie von ihrem Kleidchen abgelöst, gebunden, und dann den armen Kleinen, der sehr blass und erschrocken aussah, noch sorgfältiger als vorher, in ihr Tuch eingewickelt. So hielt sie ihn wie ein kleines Kind wiegend in den Armen und besah die schönen Bilder des neuen Bilderbuchs, das heute unter den anderen vielen Gaben lag. Sie wurde, wie es sonst gar nicht ihre Art war, recht böse, als Pate Drosselmeier so sehr lachte und immerfort fragte, wie sie denn mit solch einem grundhässlichen kleinen Kerl so schön tun könne. Bei Medizinalrats in der Wohnstube, wenn man zur Türe hineintritt, gleich links an der breiten Wand, steht ein hoher Glasschrank, in welchem die Kinder all die schönen Sachen, die ihnen jedes Jahr einbeschert wurden, aufbewahren. Im obersten Fach, für Marienfritzen unerreichbar, standen des Paten Drosselmeier Kunstwerke. Gleich darunter war das Fach für die Bilderbücher. Die beiden untersten Fächer durften Marie und Fritz anfüllen, wie sie wollten. Jedoch geschah es immer, dass Marie das unterste Fach ihren Puppen zur Wohnung einräumte. Fritz dagegen in dem Fach drüber seine Truppenkantonierungsquartiere beziehen ließ. So war es auch heute gekommen, denn in dem Fritz seine Husaren oben aufgestellt, hatte Marie unten Mamsell Trutchen beiseite gelegt, die neue, schön geputzte Puppe in das sehr gut möblierte Zimmer hineingesetzt und sich auf Zuckerwerk bei ihr eingeladen. Sehr gut möbliert war das Zimmer, habe ich gesagt. Und das ist auch wahr, denn ich weiß nicht, ob du, meine aufmerksame Zuhörerin Marie, ebenso wie die kleine Stahlbaum, es ist dir schon bekannt geworden, dass sie auch Marie heißt, ja? Ich meine, ob du ebenso wie diese ein kleines, schön geblümtes Sofa, mehrere allerliebste Stühlchen, einen niedlichen Teetisch, vor allen Dingen aber ein sehr nettes, blankes Bettchen besitzest, worin die schönsten Puppen ausruhen.
Alles dieses stand in der Ecke des Schranks, dessen Wände hier sogar mit bunten Bilderchen tapeziert waren. Und du kannst dir wohl denken, dass in diesem Zimmer die neue Puppe, welche, wie Marie noch denselben Abend erfuhr, Mamsell Klärchen hieß, sich sehr wohl befinden musste. Es war später Abend geworden, ja, Mitternacht im Anzug und Pate Drosselmeier längst fortgegangen, als die Kinder noch gar nicht wegkommen konnten von dem Glasschrank, so sehr auch die Mutter mahnte, dass sie doch endlich nun zu Bett gehen möchten. Fritz tat dies denn auch sogleich, doch Marie bat ihre Mutter gar sehr, noch ein Weilchen aufbleiben zu dürfen. Und da sie ein frommes und vernünftiges Kind war, schlug die Mutter ihr diese Bitte nicht ab. Die Mutter ging, und so war nun Marie allein in der Stube. Immer noch hatte sie den kranken Nussknacker, eingewickelt in ihr Taschentuch, auf dem Arm getragen. Jetzt legte sie ihn behutsam auf den Tisch, wickelte leise, leise das Tuch ab und sah nach den Wunden. Nussknacker war sehr bleich, aber dabei lächelte er so sehr wehmütig freundlich, dass es Marien recht durch das Herz ging. »Ach, Nussknackerchen«, sprach sie sehr leise, »sei nur nicht böse, dass Bruder Fritz dir so weh getan hat. Er hat es auch nicht so schlimm gemeint. Er ist nur ein bisschen hartherzig geworden durch das wilde Soldatenwesen, aber sonst ein recht guter Junge. Das kann ich dich versichern. Nun will ich dich aber auch recht sorglich so lange pflegen, bis du wieder ganz gesund und fröhlich geworden, dir deine Zähnchen recht fest einsetzen, dir die Schultern einrenken. Das soll Pate Drosselmeier, der sich auf solche Dinge versteht.« Kaum aber hatte sie den Namen Drosselmeier genannt, da machte Freund Nussknacker ein ganz schiefes Gesicht. Aber anscheinend war es nur der Strahl der Lampe, der Nussknackers Gesicht so entstellt hatte. Die brave Marie wickelte wieder das Taschentuch um das lose Kinn des Nussknackers und legte ihn in ein Puppenbettchen. Dann hob sie das Bettchen samt dem darin liegenden Nussknacker in das obere Fach des Glasschranks, direkt neben Fritzens Husaren. Sie verschloss den Schrank und wollte ins Schlafzimmer. Da, horcht auf, Kinder, da fing es leise an, leise zu wispern und zu flüstern und zu rascheln ringsumher. Hinter dem Ofen, hinter den Stühlen, hinter den Schränken. Die Wanduhr schnurrte dazwischen lauter und lauter, aber sie konnte nicht schlagen. Marie blickte hin, da hatte die große vergoldete Eule, die darauf saß, ihre Flügel herabgesenkt, so, dass sie die ganze Uhr überdeckten und den hässlichen Katzenkopf mit krummem Schnabel weit vorgestreckt. Und stärker schnurrte es mit vernehmlichen Worten: Ur, Ure, Ure, Uren, müsst alle nur leise schnurren, Mausekönig hat ja wohl ein feines Ohr. Purr, purr, pum, pum, singt nur, singt ihm ein altes Liedlein vor. Purr, purr, pum, pum, schlag an, Glöcklein, schlag an, bald ist es um ihn getan. Und pum, pum ging es ganz dumpf und heiser. 12 Mal. Marien fing an, sehr zu grauen, und entsetzt wäre sie beinahe davongelaufen, als sie Pate Drosselmeier erblickte, der statt der Eule auf der Wanduhr saß
und seine gelben Rockschöße von beiden Seiten wie Flügel herabgehängt hatte. Aber sie ermannte sich und rief laut und weinerlich: »Pate Drosselmeier! Pate Drosselmeier, was willst du da oben? Komm herunter zu mir und erschrecke mich nicht so, du böser Pate Drosselmeier!« Aber da ging ein tolles Kichern und Gepfeife los rundherumher, und bald trottierte und lief es hinter den Wänden wie mit tausend kleinen Füßchen, und tausend kleine Lichterchen blickten aus den Ritzen der Dielen. Aber nicht Lichterchen waren es, nein, kleine, funkelnde Augen. Und Marie wurde gewahr, dass überall Mäuse hervorguckten und sich hervorarbeiteten. Bald ging es trott, trott, hopp, hopp in der Stube umher. Immer dichtere und dichtere Haufen Mäuse galoppierten hin und her und stellten sich endlich in Reihe und Glied, so wie Fritz seine Soldaten zu stellen pflegte, wenn es zur Schlacht gehen sollte. Das kam nun Marien sehr possierlich vor. Und da sie nicht, wie manche andere Kinder, einen natürlichen Abscheu gegen Mäuse hatte, wollte ihr eben alles Grauen vergehen, als es mit einem Mal so entsetzlich und so schneidend zu pfeifen begann, dass es ihr eiskalt über den Rücken lief. Ach, was erblickte sie jetzt? Dicht vor ihren Füßen sprühte es, wie von unterirdischer Gewalt getrieben, Sand und Kalk und zerbröckelte Mauersteine hervor, und sieben Mäuseköpfe mit sieben hell funkelnden Kronen erhoben sich, recht grässlich zischend und pfeifend, aus dem Boden. Bald arbeitete sich auch der Mäusekörper, an dessen Hals die sieben Köpfe angewachsen waren, vollends hervor, und der großen, mit sieben Diademen geschmückten Maus jauchzte in vollem Chorus dreimal laut aufquiekend das ganze Heer entgegen, das sich nun auf einmal in Bewegung setzte, und hott, hott, trott, trott ging es. Ach, geradezu auf den Schrank, geradezu auf Marien los, die noch dicht an der Glastür des Schrankes stand. Vor Angst und Grauen hatte Marien das Herz so schon gepocht, dass sie glaubte, es müsse nun gleich aus der Brust herausspringen und dann müsste sie sterben. Aber nun war es ihr, als stehe ihr das Blut in den Adern still. Halb ohnmächtig wankte sie zurück, da ging es klirr, klirr, prrr und den Scherben fiel die ganze Glasscheibe des Schranks herab, die sie mit dem Ellenbogen eingestoßen. Sie fühlte wohl in dem Augenblick einen recht stechenden Schmerz am linken Arm, aber es war ihr auch plötzlich viel leichter ums Herz. Sie hörte kein Quieken und kein Pfeifen mehr. Es war alles ganz still geworden, und obschon sie nicht hinblicken mochte, glaubte sie doch, die Mäuse wären von dem Klirren der Scheibe erschreckt, wieder abgezogen in ihre Löcher. Aber was war denn das wieder? Dicht hinter Marien fing es an, im Schrank auf seltsame Weise zu rumoren, und ganz feine Stimmen fingen an. Aufgewacht, aufgewacht, wollen zur Schlacht noch diese Nacht, aufgewacht, auf zur Schlacht. Und dabei klingelte es mit harmonischen Glöcklein gar hübsch und anmutig. Ach, das ist ja mein kleines Glockenspiel, rief Marie freudig und sprang schnell zur Seite. Da sah sie, wie es im Schrank ganz sonderbar leuchtete und herumwirtschaftete und hantierte. Es waren mehrere Puppen, die durcheinander liefen und mit den kleinen Armen herumfochten. Mit einem Mal erhob sich jetzt Nussknacker,
warf die Decke weit von sich und sprang mit beiden Füßen zugleich aus dem Bett, indem er laut rief: Knack, 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 dummes Mausepack, dummer toller Schnack, Mausepack, knack, knack, Mausepack, krick, krack, wahrer Schnack. Und damit zog er in sein kleines Schwert und schwang es in den Lüften und rief: Ihr, meine lieben Vasallen, Freunde und Brüder, wollt ihr mir beistehen im harten Kampf? Sogleich schrien heftig drei Skaramuzzen, ein Pantalon, vier Schornsteinfeger, zwei Zitterspielermänner und ein Tambour: Ja, Herr, wir hängen euch an in standhafter Treue, mit euch ziehen wir in Tod, Sieg und Kampf, und stürzten sich nach dem begeisterten Nussknacker, der den gefährlichen Sprung wagte, vom oberen Fach herab. So wie Nussknacker herabspringt, geht auch das Quieken und Piepen wieder los. Ach, unter dem großen Tisch halten ja die fatalen Rotten unzähliger Mäuse, und über alle ragt die abscheuliche Maus mit den sieben Köpfen hervor. Wie wird das nun werden? Wild entbrannte nun die Schlacht. Fritzens Tamburen schlugen die Trommeln. Die Husaren neben dem Tisch stürzten sich in den Kampf, wild entschlossen, den armen Nussknacker zur Seite zu stehen. Und Marie? Sie bemerkte auf einmal, dass sie schier von Riesen umgeben war. Alles im Zimmer schien viel größer geworden zu sein. Doch es war umgekehrt. Sie selbst war so klein geworden wie der Nussknacker, den sie schon gar sehr in ihr Herz geschlossen hatte. Auch die Mäuse formierten sich zur Schlacht, und unter Trommelwirbel warfen sie sich dem Angriff der feindlichen Reiterei entgegen. Mit ihrer großen Masse überrannten sie die Kavallerie des Gegners. Mit ihren spitzen Zähnen wüteten sie fürchterlich unter den Soldaten des Nussknackers. Der aber kämpfte sich verbissen in die feindlichen Reihen durch, bis er den wilden Mausekönig zum Kampf stellen konnte. Der Zweikampf entbrannte. Blutrot geiferte der abscheuliche Mausekönig aus seinen sieben geöffneten Rachen. Seine Zähne knirschten und wie besessen stürzte er sich auf den Nussknacker, um ihm den Garaus zu machen. Doch mutig und entschlossen schwang Nussknacker seinen funkelnden silbernen Säbel und stieß ihn in die Kehlen des grässlichen Mausekönigs. Überwunden lag der nun da und wälzte sich in seinem Blut, und als Siegeszeichen nahm Nussknacker dem toten Ungeheuer seine sieben goldenen Kronen ab und streifte sie sich über den linken Arm. Sogleich war der ganze Spuk vorbei. Alles schien verstoben und verflogen, aber Marie empfand am linken Arm einen stechenden Schmerz und sank ohnmächtig zur Erde nieder. Adele Schopenhauer. Weihnachten wird es für die Welt. Weihnachten wird es für die Welt, mir aber ist mein Lenz bestellt. Mir ging in solcher Jahresnacht einst leuchtend auf der Liebe Pracht. Und an der Kindheit Weihnachtsbaum stand Englein gleich der erste Traum. Und aus dem eiskristallnen Schoß rang sich
die erste Blüte los. Seitdem schau ich nun jedes Jahr nicht, was noch ist, nur was einst war. Ernst Adam von Wildenbruch. Christkind im Walde. Christkind kam in den Winterwald. Der Schnee war weiß, der Schnee war kalt. Doch als das heilige Kind erschien, fing's an, im Winterwald zu blühen. Christkindlein trat zum Apfelbaum, erweckt ihn aus dem Wintertraum. Schenk Äpfel süß, schenk Äpfel zart, schenk Äpfel mir von aller Art. Der Apfelbaum, er rüttelt sich, der Apfelbaum, er schüttelt sich. Da regnet's Äpfel ringsumher. Christkindleins Taschen wurden schwer. Die süßen Früchte alle nahm's und so zu den Menschen kam's. Nun, holde Mäulchen, kommt verzehrt, was euch Christkindlein hat beschert. Lars der Vorleser hofft, du hattest eine schöne Zeit im Reich der Fantasie. Bitte vergiss nicht, deine Freude durch einen Like beim Podcast und eine 5-Sterne-Bewertung für unser Projekt auszudrücken. Dadurch können uns viel mehr Menschen finden, denen unsere Podcasts weiterhelfen können. Wenn du spezielle Fragen oder Themen hast, die Lars der Vorleser in seinem Podcast einmal besprechen sollte, oder auch Literaturwünsche, was Lars der Vorleser einmal im Podcast lesen sollte, schreib doch bitte einen Kommentar dazu. Vielen Dank und bis bald im Reich der Fantasie.